Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live-Trading TV am Freitag, 23. Dezember. Ja, die Handelswoche neigt sich dem Ende und der DAX scheint hier schon seit, ja, 2 Tagen mehr oder weniger im Schlafmodus. Wir bewegen uns hier zäh seitwärts. Der Index immer noch nicht im Bereich der 11.500er-Marke angekommen. Das könnte sich heute Nachmittag allerdings ändern. Ich bin hier noch recht zuversichtlich, dass das Setup, welches wir hier auch unlängst schon mal besprochen haben, im Desktop angezeigt haben, beziehungsweise auch hier in einem gestrigen Artikel noch mal erwähnt hatten, und zwar die L5 ist eigentlich eine Hausmarke, die hier noch anstehen sollte. Herleitend das Ganze aus dem DAX Future heraus, der hier praktisch ein seasonal bullisches Setup bis zum 23.12., also heute Schlusspreisbasis, es entspräche dann auf dem DAX Future bezogen 22 Uhr. Eurex, aber auch der Xetra DAX, den wir hier ins Visier genommen haben, der bis 17.30 handelt, könnte hier, sollte hier eigentlich zum Nachmittag hin im Idealverlauf die 11.5 sozusagen erreichen. Und da ja auch der DAX Xetra auch als CFD praktisch hier das ja, meist oder liebgewonnenste Vehikel ist, habe ich den auch hier ausgewählt in unserer 24-Stunden-Indikation als Chartverlauf. Ja, und der Move in Richtung 239, 240 Pips hat Gestalt angenommen. 11.501 eigentlich das Ziellevel. Und ja, da stehen wir jetzt mehr oder weniger kurz davor. Und ich denke, der sollte heute das Niveau noch touchieren. Zum einen haben wir am Freitag einen sehr bullischen Handelstag, um nicht zu sagen den bullischsten. Neben Montag, Sie sehen es, während der letzten 52 Handelswochen der DAX hier 59% der Fälle mit einem positiven Tagesabschluss. Das begünstigt im Grunde genommen sozusagen auch heute den Bias, zumal hier im Bereich 11.5 ja möglicherweise viele Knockouts liegen, viele Optionsscheine, Schrägstrich Barrieren oder auch Optionslevels, whatever. Letztlich denke ich mir, die runde Hausnummer scheint vor der Tür zu stehen, vor der Weihnachtstür, und das sollte eigentlich dann heute noch gelingen. Wir haben am Nachmittag ein bisschen was an News noch. Hier aus den USA, Immobiliendaten, Konsum, Klima, Uni Michigan, immer wieder viel beachtet. Das könnte für Volatilität sorgen, aber eigentlich dürfte das nicht unbedingt gegen einen schlechten Wochenausklang sprechen. Es sei denn, die Daten kommen eben permanent schlecht rein. Dann kann es natürlich hier zum Wochenabschluss vor der, sage ich mal, Feiertagswoche zum Jahreswechsel hin in der kommenden Woche eben hier ein Stück weit Beruhigung geben. Aber das werden wir uns eben dann im Detail nochmal genauer anschauen. Die US-Märkte möchte ich heute am Nachmittag auf jeden Fall auch nochmal Viva Live TV oder gegebenenfalls Viva eines Artikels unter die Beschau nehmen. Letztlich der DAX hier im Stundenchart sicherlich für Sie interessant. Wie gesagt, die Volatilität hält sich hier in Grenzen um die 50 Punkte. Das ist natürlich ein Witz. In Spitzenzeiten haben wir ja 250 Punkte am Tag gehandelt. Wir sind hier zurzeit eben mit einer Range um die 50, 40 Punkte. Das ist nichts im Endeffekt, aber spricht natürlich auch für die aktuelle Handelsphase eben so ein Stück weit Beruhigung. Dennoch wollen wir das charttechnisch mal eingrenzen. Wir haben hier unveränderten Support-Level bei 4000, ach, 4000 sage ich schon, 11.000. 430, 11.425 Punkten. Diese Zone hier auf der Südseite und auf der Nordseite lässt sich das ebenso schön eingrenzen, wo man eben sagen kann, okay, wenn es mal hier einen Trigger außerhalb dieser Marken gibt, dann sollte zumindest ein Stück weit Momentum folgen. Und auf der Oberseite wäre das eben hier das Niveau von 11.474, 11.475 Punkten. Da haben wir heute schon mal rüber gedippt mit einem Hoch, heute Tageshoch 11.484. Das heißt, wir waren knapp 16 Punkte von der 11.5 weg. Hier liegt praktisch das Resistant Level 2 an Anhand des Pivot Points, sollte aber, wie gesagt, im Sinne des positiven Wochentagsverlaufs statistisch eigentlich hier vor der Tür stehen. Also ich präferiere heute einen positiven Tagesabschluss inklusive hier durchaus eines Laufs nach oben. Ob es so kommt, wir wissen es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit sehe ich als erhöht an, zumal wir, wie gesagt, seitwärts konsolidieren auf hohem Niveau, was jetzt auch nicht unbedingt für Verkaufsdruck spricht. Wir können hier in einem Stundenchart auch noch einen kurzfristigen Aufwärtstrend skizzieren, der sozusagen hier für viele Trendlinientrader auch eine Stück weit richtungsweisend sein kann. Kurzfristig wäre es also dementsprechend nicht positiv, und da sprechen wir hier tatsächlich über 10, 12 Punkte, wenn der DAX hier die 11.455 unterschreiten würde. Ja, Trendlinienbruch, neues Stundentief könnte hier dann zu einem Pullback führen in Richtung 11.430. Das nehme ich mal als schematischen Plan B. Auszuschließen ist es natürlich nicht, aber präferiert auch nicht, wenn man es mal so sagen will. Wir hatten gestern auf dem JFD Desktop auch die Deutsche Beteiligungs AG vorgestellt als Aktie, als Seasonal Setup. Wer da hier kurz vor Handelsschluss reingesprungen ist, der hatte sogar noch ein besseres Setting. Ich will Ihnen die Aktie noch mal kurz zeigen.
die sich heute hier auch aufmacht, sozusagen ein Stück weit in die richtige Richtung zu laufen, rein saisonal. Und dann schauen wir uns mal hier das Xetra Pricing an. So sieht's aus. Grundsätzliche Chance in Richtung 63 Cent, also ergo ein Stück was über 2% an Performance-Möglichkeit. Neues Mehrtagestief sollten wir nicht machen, mehr Wochentief hier unterhalb von 30, 70 wäre es bärisch. Aber die heutige Terze, sage ich schon, die heutige Kerze lockt frohmutend an. Also, wenn der DAX sich auch weiter nach oben entwickeln sollte, dann spricht auch viel dafür, dass auch die Deutsche Beteiligungs AG hier ein Stück weit hochkommt. Ob nochmal richtig Wallung, Bewegung reinkommt, das bleibt mal abzuwarten. Aber wie gesagt, die Chancen sind gegeben, dass wir heute noch ein Stück weit Momentum sehen. Generell zum DAX, die 11.4 scheint auch auf Wochenbasis, es sei denn, es gibt eben düsteren Ausklang jetzt doch noch überraschenderweise, scheint die 11.4 überwunden. Wichtig für die kommende Woche und auch für den Januar nächsten Jahres, soll heißen, oberhalb von 11.4 eine Etablierung, sprich dann relativ zügig für weitere knapp 400 Punkte Kursgewinne in Richtung 11.8. Hier haben wir praktisch einen Horizontalwiderstandsbereich, um dann im Ideal auch, natürlich nicht geradlinig, aber auch die Allzeithochs anzusteuern. Also der bullische Impuls, und da sehen Sie ja diese Power Candle von Anfang Dezember, dieser bullische Impuls trägt sich hier fort und so richtig Verkaufsdruck ist nicht aufgekommen. Idealerweise gibt es dann eben also einen weiteren Anstieg, dann ein Pullback an die 11.4 und nochmal nach oben. Das wäre sozusagen ein Szenario, welches hier sicherlich ganz gut ins Bild passen würde. So, dann haben wir im Prinzip jetzt doch schon relativ viel durchgekaut, in Anführungszeichen. Wollen mal sehen, ob der Markt auch konfirm geht mit den Ideen, die wir hier so skizzieren. Und insofern verbleibt es mir eigentlich nur noch, Ihnen eine schöne Mittagszeit zu wünschen. Wenn Sie mögen, wie gesagt, hören wir uns nachher nochmal wieder. Ich sage danke fürs Dabeisein. Einen guten Hunger, falls es bevorsteht. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.